Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Das bestätigt die Tourismusanalyse 2019. Die Erkenntnis: 2018 sind so viele Deutsche wie nie zuvor verreist. 2/3 der Bundesbürger haben letztes Jahr ihre Koffer gepackt. Hauptreiseland: Deutschland. Deutschland ist und bleibt das mit Abstand beliebteste Reiseziel der Bundesbürger. Also ganz gleich, ob jetzt die Küsten an Nord- und Ostsee, ob es die Bayerischen Berge waren, der Schwarzwald. Das sind sozusagen die häufigsten Reisedestinationen der Deutschen. Wenn es ins Ausland geht, dann allen voran nach Spanien. Italien hat aber wirklich aufgeholt im letzten Jahr. Und alles andere folgt dann eben von Griechenland, Österreich, Skandinavien. Alles sehr, sehr beliebte Reisedestinationen für die Bundesbürger. Wenn wir mal auf die Reiseintensität und auch speziell auf die Altersgruppen schauen, kamen da Überraschungen in der Studie zutage? In jedem Fall. Also die Reiseintensität war nie höher. 62% der Bundesbürger, die mittlerweile wenigstens 5 Tage pro Jahr unterwegs sind. Und allen voran sind es mehr und mehr die älteren Generationen, die die Koffer packen. Also fast eine Revolution auf leisen Sohlen, die wirklich das Reisen für sich entdeckt haben, natürlich sehr reiseerfahren sind, vor allem aber über das Geld verfügen und über den Faktor Zeit, der immer wichtiger auf Reisen wird. Was spielt für die Deutschen am meisten eine Rolle? Gibt es eine Studie, wo man sagt, man geht vielleicht mehr in die Natur zurück, zu Unique-Plätzen, oder sind es doch die beliebten Reiseziele, wie Sie gerade schon angesprochen haben, Italien, Spanien, Türkei? Also einerseits muss die Sicherheit vor Ort gegeben sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man unterwegs sein möchte. Dann soll es natürlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Der Bezug zur Natur wird wieder wichtiger, ganz klar. Also man merkt auch da wirklich, man möchte eine schöne Landschaft genießen, ein gesundes Klima vor Ort haben, man möchte mehr baden. Also all das ist wirklich von zentraler Bedeutung. Aber natürlich auch das authentische Reisen erlebt einen Zulauf. Das heißt, man möchte sich ein Stück weit abgrenzen von den anderen Touristen, anders sein als alle anderen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das ist sozusagen das, was der Gast gerne möchte.